Schauen Sie mal, was hier los ist im Stadion. 31.000 werden mit dabei sein. Dicker wird's heute nicht, und damit meine ich nicht mich, sondern damit meine ich dieses Duell hier heute. Das ist das heißeste Spiel, sowohl für Dynamo Dresden als auch für den FC Hansa. Kutschke, da ferner winkt am zweiten Pfosten. Kutschke macht's alleine! Und dann der Fehler von Opa! Und das Tor für die SGD! Und in der 9. Minute für Dresden! Ich habe ein bisschen drauf spekuliert, dass der Torwart ihn so ein bisschen zur Seite abwehrt, und dann war ich zum Glück da. Korge, die auf der Sandbank festhängt und wartet, dass sie irgendeiner rauszieht. Dynamo schippert nur mit der Yacht vorbei und schaut sich das genüsslich an. Das kenne ich aus dem letzten Spiel. Mit den Chancen, die wir haben, einfach das zweite machen, vielleicht sogar das dritte machen. Oder nicht vielleicht, wir müssen dann das dritte machen, dann gewinnst du hier. Gute Strafraumbesetzung und plötzlich die Chance! Und Nateri mit dem 1:1! Der gebürtige Dresdner besorgt das erste Auswärtstor für Hansa in dieser Saison. Ich war ganz aufgeregt, weil die Mama heute da war. Für mich auch natürlich besonders gewesen, dass sie jetzt mich nochmal live in Action sehen konnte und dass ich ihr ein Tor schenken konnte. Das hat mich natürlich sehr glücklich gemacht. Es fühlt sich gerade an wie eine Niederlage. Ärgerlich, dass wir das Ding nicht gezogen haben. Hinten heraus fahren, haben wir zugeschlagen. Also Kompliment an die Jungs, wir haben wirklich Leidenschaft gezeigt heute. Wie kannst du sagen, ich bin gerade drauf, aber macht nichts. Schönes Wochenende. Live beim Magenta Sport.